So, in diesem Video soll es darum gehen, den Strom, wie in der Aufgabenstellung dargestellt, I2 durch R2 zu bestimmen, und zwar einmal nach der Stromteilerregel und dann noch einmal nach der Spannungsteilerregel. Zwei unterschiedliche, etwas unterschiedliche Vorgehensweisen, die aber hier natürlich zum gleichen Ergebnis führen müssen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass man es noch sieht. Und als allererstes werde ich natürlich den Gesamtwiderstand bestimmen müssen, denn nur so komme ich überhaupt an den Strom ran und kann dann die verschiedenen Regeln anwenden. So, der Gesamtwiderstand. Dazu fasse ich erst einmal hier R2 und R3 zusammen zu R2, 3. Das ist die Parallelschaltung, also R2 mal R3 durch R2 plus R3, und fasse das dann noch zusammen mit R1, also R1, 2, 3. Das ist dann R1 plus R2, R3 durch R2 plus R3, und das bringe ich noch auf den Hauptnenner, der da ist R2 plus R3, und dann haben wir hier R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 oben im Zähler. So, das Ganze jetzt noch mit dem Vierer da dran, also R4, 1, 2, 3 ist dann einfach die Parallelschaltung hier von R4 mit R1, 2, 3. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, zumindest scheint es zunächst so, weil man nämlich die beiden dann miteinander multiplizieren muss. Naja, machen wir es doch einfach mal. Wir haben also R4 mal R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 durch R2 plus R3, und das Ganze wird jetzt dividiert durch die Summe, also R4 plus R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 durch R2 plus R3. Das Ding hier bringen wir runter, sodass wir dann als Widerstand haben hier R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 mal R4 geteilt durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4. Okay, das ist noch nicht ganz der Gesamtwiderstand. Dazu muss nämlich noch der R5 addiert werden. Also R gesamt ist gleich R5 plus R4, 1, 2, 3. Ich mache es gleich auf dem Hauptnenner. Den fasse ich aber relativ kurz. Da kommt natürlich ein irre langer Bruchbar raus. Den können wir schon mal hinschreiben. Den Hauptnenner auch. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4. Und oben steht erstmal abgeschrieben, das, was, na, können das, fangen wir mit dem Nenner an. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4, das Ganze mal R5 plus R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 und das Ganze mal R4. So, sieht ein bisschen unangenehm aus jetzt hier zunächst, der Gesamtwiderstand. So ist es nun mal erstmal. Okay. So, wenn wir das haben, können wir jetzt nach der Stromteilerregel vorgehen. Wir können also erstmal den gesamten Strom ausrechnen. Der gesamte Strom ist also I gesamt gleich U0 durch R gesamt. Ich spare mir in diesem Fall mal das Aufschreiben. Das machen wir dann gleich erst. So, wenn ich es aufteilen will, brauche ich zunächst einmal hier den I1. Das wäre jetzt der Strom, den ich hier oben durchjagen würde. I1. I1 ist ja gleich I gesamt mal der durch den nicht, also R4 durch der insgesamt zur Verfügung.
sondern das ist die Summe von R4, zwar nicht der Gesamtwiderstand, sondern die Summe von R4 plus R1, 2, 3. Dann, na machen wir es mal. Dann haben wir U0 mal, und jetzt kommt erstmal dieser komplette Nenner hier hin. Wir stellen aber fest, schreiben wir es mal hin, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4 geteilt durch, keine Lust, das alles hinzuschreiben. Schreiben wir da mal hier Z gesamt für den Zähler, der insgesamt da stehen würde, bei dem Ding hier. Mal, das ist irgendwie interessanter jetzt, R4 durch, naja, und was wir schon mal gehabt haben, ist dieses, das hier unten, R4 plus das da, das können wir nämlich ausschreiben, das ist nämlich wieder derselbe Nenner hier, N, das ist, ich mache es mal in Rot, dass man es sieht, damit ist das hier gemeint. So, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht den Zähler hier vergesse, das ist nämlich mal R2 plus R3. So, damit sehen wir schon, dass wir die beiden Sachen hier durcheinander dividieren können und weglassen können. So dass wir an der Stelle jetzt also vereinfacht haben, und das schreibe ich dann doch mal wieder aus, dass das nämlich U0 mal R4 mal R2 plus R3 durch, und jetzt kommt der Zähler hier von dem Ding hier, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4 mal R5 plus R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 mal R4 ist. So, und diesen Strom I1, den müssen wir jetzt noch aufteilen, sodass wir den Strom I2 kriegen. Das ist nämlich I1 mal der durch den nicht, das ist der R3 durch die Summe, also R2 plus R3. Und was sich dann im Endeffekt ergibt, ist, dass hier R2 plus R3 durch R3 getauscht wird, also U0 mal R3, R4 geteilt durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4 mal R5 plus R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 mal R4. So, und das wäre das Endergebnis, wenn man das als ein Endergebnis bezeichnen möchte. Schöner gedruckt und in der Musterlösung findend, sieht es dann so aus. Okay, so, jetzt müssen wir noch den Teil B erfüllen. Der Teil B ist das, was hier unter der Spannungsteilerregel zu fassen ist. Wir müssen jetzt also den Spannungsteiler anwenden, und das sieht im Prinzip so aus, dass wir jetzt versuchen, die Spannung zu bestimmen, die zunächst mal hier abfällt, als U4, und dann die Spannung, die hier über U2 und U3 abfällt, nennen wir sie mal U2,3, die dann weiter geteilt wurde an der Stelle. Okay, so, wir wissen nach wie vor, wie groß der Gesamtwiderstand ist. Das können wir auch weiterhin verwenden, das Ergebnis. Und dann geht es los. Wir brauchen jetzt eben hier den Teiler. Und der Teiler
Teiler geht dann so, dass wir hier unter B eben finden, U4 ist gleich U0 mal, ja, einmal, hier ist es nämlich jetzt wirklich die Parallelschaltung, also U4, 1, 2, 3, Quatsch, R, R4, 1, 2, 3 durch die Summe, und das war in diesem Fall zufällig R gesamt. Ja, das schreiben wir jetzt am besten mal nicht komplett aus. Naja, könnten wir eigentlich schon machen. Wenn wir jetzt R4 durch R gesamt teilen, dann sehen wir sofort, dass der Nenner wegfällt und wir eigentlich nur diesen Zähler hier stehen haben, der durch diesen Nenner geteilt wird. So, den Nenner haben wir dann schon. Dann müssen wir noch U2,3 finden. U2,3 ist jetzt nämlich das U4 mal der, über dem es abfällt. Das ist die Parallelschaltung hier. Also R2,3 durch die Serienschaltung. Das ist R1,2,3. Okay, wenn wir das hinschreiben, hier stellen wir fest, dass wir auch hier wieder nur tauschen müssen. R2,R 4,1,2,3, das da steht, durch R2,3. Ich schreibe es jetzt nochmal aus. U0 mal. Wir hatten gesagt, die Nenner brauchen wir sowieso nicht. Der Zähler ist hier dieser große. Den male ich hier mal als den, wieder als Z gesamt, wie ich ihn eben schon mal abgekürzt habe, hin. Und schreibe hier oben einfach nur mal das eine Ding hier oben drüber. Das ist nämlich hier R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R4, Quatsch, R3 mal R4. Jetzt brauchen wir noch den Rest hier. Das mit dem 1, 1 2, 3 und dem R2, 3, R2, 3 oben gibt uns R2 mal R3 durch R2 plus R3 mal R1, 2, 3 kommt nach unten. Das war angegeben als dieser lange Bruch hier oben. Das ist genau das, was hier in der Klammer steht. Also das hier ist genau das, was hier in der Klammer steht. Und dann kommt noch ein R2,3 nach oben hier, und das finden wir nochmal hier. Das heißt also, und jetzt bräuchten wir noch Zwischenergebnis für die Spannung stehen. Das nämlich sich hier ergibt U0 mal R2 mal R3 mal R4 durch Z gesamt, und I2 ist bekanntermaßen natürlich U2,3 durch R2, R2, und dann haben wir genau dasselbe, was wir vorher auch hatten. Ich wünsche viel Spaß bei der Anwendung der Regeln.